Hallo, heute zeige ich euch, wie man Gothic 2 mit Lutris auf Linux, in diesem Fall Ubuntu, installiert. Zunächst einmal öffnet man Lutris und klickt dann hier auf die Lutris-Quellen. Dann klickt man auf Installationsprogramm der Gemeinschaft und sucht hier nach Gothic. Wichtig ist hierbei, dass man Gothic 2 nicht über die GOG-Quelle installiert. Der Lutris Installer hat einige Voreinstellungen, die wichtig sind, damit das Programm ordentlich funktioniert. So, man klickt dann auf Installieren, hier dann auch wieder auf Installieren bei GOG. Hier kann man den Pfad eigentlich so lassen, aber ich persönlich habe mehrere Spiele von GOG und auch mehrere Gothic-Spiele von GOG installiert, deswegen habe ich das immer gerne ein bisschen ordentlich. So, dann klickt man auf Installieren. Hier zeigt er einem, was er gleich herunterlädt. Auf Fortfahren. Und dann lädt er die Installationsdateien runter. Sieht jetzt so aus, als wäre er schon fertig, ist er aber noch nicht. Wenn man hier runter scrollt, sieht man, dass er eigentlich die große Datei noch am Runterladen ist. So, wenn das fertig ist, startet er den Installer. So, wenn das fertig ist, öffnet sich der Gothic 2 Installer. Hier muss man einfach den Installer so benutzen, wie man das auch auf Windows machen würde. Einfach die Bedingungen akzeptieren und auf Installieren klicken. Sobald die Installation fertig ist, nicht auf Starten klicken, sondern auf Verlassen. Und dann hier auf Schließen. Als nächstes müssen wir die richtige Wine-Version runterladen. Dafür klickt man hier auf den kleinen Knopf und macht dann ein Häkchen hier bei Lutris 6.1.3. Sobald das fertig ist, kann man hier auf OK klicken und muss jetzt auch noch für Gothic 2 einstellen, dass diese Wine-Version benutzt wird. Dafür klickt man auf Spiele, macht einen Rechtsklick auf Gothic 2, klickt auf Konfigurieren und geht dann in die Optionen des Starters. Hier kann man jetzt die Wine-Version auswählen. Wir wählen hier Lutris 6.1.3 und klicken dann auf Speichern. Eigentlich kann man das Spiel, so wie es jetzt ist, schon starten. Allerdings ist das nicht unbedingt so empfehlenswert, weil man so nur auf niedrigen Auflösungen spielen kann, auch nur im 4:3 Format und generell die Optik einfach nicht so schön ist. Da gibt es Patches, die man installieren kann, die einem ermöglichen, das Aussehen ein bisschen zu modernisieren. Ich rede jetzt hier nicht von Mods, also es geht nicht um neue Texturen oder sowas, sondern einfach nur darum, dass die Auflösung höher ist in Breitbild, also 16:9, und die Lichteffekte ein bisschen schöner sind. Dazu kann man den Link aus der Videobeschreibung nutzen. Wir speichern die Datei einmal ab, gehen ins Verzeichnis, wo wir die Datei abgespeichert haben, und entpacken sie. In diesem Ordner findet man jetzt 5 Sachen. Die Reihenfolge ist hier wichtig, außer bei dem Ordner für GD3D11. Das kann man jetzt wieder schließen, um dann hier in Lutris auf den kleinen Pfeiler zu klicken und dann auf Starter-Exe innerhalb eines Wine-Präfix. Hier navigiert man dann jetzt in das gerade entpackte Verzeichnis und installiert dann die Patches in der angezeigten Reihenfolge. Hier können dann erstmal gegebenenfalls solche kleinen Fenster kommen. Da klickt man einfach auf Installieren. Und nochmal auf Installieren. Kann aber auch sein, dass die Fenster bei euch nicht kommen, weil ihr das schon habt. So, und dann hier auf Weiter, Installieren. Hier muss man dann den Pfad angeben. Da klickt man einfach auf Durchsuchen. Arbeitsplatz, C, GOG Games und auf Gothic 2 Gold und auf OK. Hier empfehle ich erstmal noch den Pfad zu kopieren, weil wir den gleich noch ein paar Mal brauchen. Dafür klickt ihr einfach auf den Pfad und drückt STRG C und klickt dann auf Installieren. So, das war's für den ersten Patch. Das gleiche machen wir jetzt für Nummer 2, 3 und 4. Hier kann man dann, wie gesagt, den Pfad einfach einfügen mit STRG V.
Hier braucht ihr übrigens nicht die deutsche Version zu installieren. Also man kann hier ja so ein Häkchen machen für die einzelnen Sprachen, aber das ist nicht erforderlich. Das ist nur, wenn man eine andere Sprache installieren will, die man noch nicht hat. Aber wir haben ja bereits den deutschen Installer runtergeladen und deswegen passt das schon so. So, jetzt wo alle Patches installiert sind, können wir auch noch bei Bedarf den neuen D3-D11 Renderer installieren. Dazu müssen wir die Inhalte von diesem Ordner in den Systemordner von Gothic kopieren. Dazu kopieren wir mal den ganzen Inhalt dieses Ordners hier und gehen dann in den Ordner, in den wir Gothic 2 installiert haben. Klicken dann auf Drive C, GOG Games, Gothic 2 Gold. Den Systemordner mit dem kleinen S können wir löschen. Der wurde von dem Lutris-Installer erstellt, den brauchen wir aber nicht. Der ist eigentlich nur für die internationale Version. Wir haben hier aber ja die deutsche Version und da braucht man nur den Systemordner mit dem großen S. So, hier fügen wir die Dateien ein. Öffnet jetzt die Gothic-INI mit einem Texteditor eurer Wahl. Hier ist es wichtig, dass man bei Extended Menu anstatt der 0 eine 1 reinschreibt. Optional kann man dann auch noch hier unten die Auflösung reinschreiben, die man haben will. Also bei Full HD wäre das 1920 für X und 1080 für Y. Ich habe hier jetzt die Werte für eine 4K-Auflösung eingetragen. Das braucht man aber nicht unbedingt zu machen, kann man auch im Spiel machen. Und das war's im Grunde auch schon. Das können wir jetzt hier wieder schließen und dann ist Gothic 2 fertig installiert. Also dann, spielen würde ich sagen. Bevor das Spiel startet, kommt noch ein kleiner Dialog. Da klickt man einfach auf Nein, das ist nicht weiter schlimm, und das Spiel startet. So, wie man sieht, startet das Spiel erfolgreich und die Videos funktionieren auch. Da bist du ja wieder. Ich hätte nicht gedacht, dass wir uns nochmal wiedersehen. Jetzt muss man eigentlich nur noch die Grafik ein bisschen hochstellen. Die Modelldetails, die Sichtweite und die Sichtweite der Objekte. So, das sieht doch schon besser aus. Ich fühle mich, als hätte ich 3 Wochen unter Steinen gelegen. So war es auch. Ich werde so schnell wie möglich aufbrechen. Gut. Hey, pass auf! Warte mal. Kannst du mir etwas über diese Steintafel sagen? Ich hatte erst die Ver... Zum Abschluss verprügele ich noch den netten Banditen hier. Hey, wo kommst du denn her, hä? Ich komme von Xardas. Ist das der alte Hexer? Xardas heißt er. Das wird Brago interessieren.
Gothic 1 und 3 kann man auch auf Linux spielen. Die Installation davon ist etwas einfacher. Aber wenn ihr dafür auch ein Video haben wollt, kann ich das natürlich gerne machen. Schreibt es mir einfach in die Kommentare. In diesem Sinne, viel Spaß bei Gothic und bis zum nächsten Mal. Das ist der Kerl. Machen wir ihn fertig.